Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler sozialer Rechtsstaat. Und das bedeutet für die einzelnen Probanden einen Rechtsanspruch gegen einzelne Kostenträger haben. Was ist die neu eingeführte Pflegeversicherung wert? Was stellt sie dar? Die soziale Pflegeversicherung ist die einzig wirtschaftlich organisierte Versicherungsform in allen 12 Sozialgesetzbüchern. Das heißt, hier können Unternehmen effizient arbeiten. Im Gegensatz zum SGB V im Krankenhausbereich haben Sie Planwirtschaft der übelsten Sorte. Im SGB XI-Bereich haben Sie das nicht. Wir hatten in den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik die Debatte über die sogenannte neue soziale Frage, damals von Heiner Geißler angeschoben. Und da ging es um die Grundidee, wir müssen nicht denjenigen vorrangig helfen, die am lautesten schreien, sondern wir müssen denen helfen, die Hilfe brauchen. Und daraus kam diese Überlegung, eine Pflegeversicherung zu gründen, aber dabei nicht grundsätzlich an dem zu ändern, was eigentlich unser Sozialsystem ausmacht, nämlich das Grundprinzip der Subsidiarität aufrechtzuerhalten, dass zunächst einmal die Familie für das verantwortlich ist, was in der Familie an Leistungen erforderlich ist. Und wir hatten in den letzten Jahren, der letzten Wahlperiode des Deutschen Bundestages mit dem Pflegestärkungsgesetz 1 bis 3 eine solch hohe Schlagzahl in diesem Bereich, dass die Verwaltungen vor Ort auch überfordert waren, genauso wie der MDK. Der medizinische Dienst der Krankenversicherung kommt zum Patienten, stellt nach den MDK-Begutachtungsrichtlinien, die seit anderthalb Jahren auch wieder neu formuliert sind, die Bedarfe fest. Und wenn die Menschen die Lebensqualität haben wollen und die Einschränkungen, die sie aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit haben, fortgesetzt haben wollen, dann müssen sie quasi dieses MDK-Gutachten als Grundlage der Bedarfsermittlung nehmen. Ich kann Ihnen sagen, 95% aller Gutachten sind rechnerisch und fachlich falsch. Also je besser vorneweg die Stellungnahme, je klarer der Arztbrief, je deutlicher daraus hervorgeht, was ansteht, desto wahrscheinlicher ist es, dass dann auch tatsächlich der Pflegegrad erreicht werden kann oder die Pflegestufe erreicht werden kann, die man braucht. Das Land hat sich auch zur Aufgabe gemacht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt den Runden Tisch Pflege in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine ganz hohe Anzahl von Personen, die aufgrund der physischen und psychischen Belastung relativ schnell aus diesem Beruf wieder ausscheiden. Das heißt, wie können wir auch eine, wieder neudeutsch, Work-Life-Balance so gestalten, dass die auch in diesem Beruf tatsächlich länger aktiv sind? Also wir brauchen ein ganzes Maßnahmenbündel. Das fängt an mit der Ausbildung, das heißt, wir müssen die Ausbildung attraktiver gestalten. Das fängt damit an, dass wir ab 2020 hier keine entsprechenden Schulgelder mehr erheben in Sachsen-Anhalt, auch aufgrund von bundesgesetzlichen Regelungen. Es geht damit weiter, dass wir gucken müssen, dass diese Fachkräfte möglichst lange im Beruf bleiben, weil die Ausscheidungsquote, das heißt, sie verlassen dieses Berufsbild relativ schnell, sehr hoch ist in dem Bereich, sicherlich aufgrund der physischen und psychischen Belastung auch. Und wir müssen uns überlegen, wie wir vielleicht auch aus anderen europäischen Ländern Fachkräfte gewinnen können. Andererseits richtet sich sowas regelmäßig nach Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot auf dem Arbeitsmarkt geringer ist als die Nachfrage, dann muss man wahrscheinlich am Preis etwas verändern. Wir haben noch die gesamte Frage der Akademisierung der Pflegeausbildung. Ich bin kein Freund, der sagt, wir müssen sämtliche Berufsbilder akademisieren. Weil ich glaube, weil wir da auch Leuten Berufswege verschließen, die das sehr gut machen können. Es geht auch um den Faktor, wie können wir tatsächlich auch das Personal, was ärztlich entsprechend ausgebildet worden ist, vor Ort herholen. Da gibt es die Überlegung zu sagen, wir machen eine Landarztquote, wir machen Stipendien, was ja auch die Kassenärztliche Vereinigung ausprobiert hat. Und da, wo Ärzte zentral nicht mehr mit dabei sind, gibt es neue Modelle, medizinische Versorgungszentren, die wir ja auch in einem Land zukünftig ja stärker etablieren wollen. Wir haben im ländlichen in der ländlichen Region viel weiterreichende Probleme, die momentan nur in ganz geringem Umfang beachtet werden. Wir haben natürlich bei einigen Fachärzten massive Engpässe und insbesondere was lange Termine angeht. Aber alle unsere Ärzte sind bereit, bei akuten Fällen unmittelbar die Patienten aufzunehmen. Längerfristig geplante Termine beispielsweise beim Augenarzt, die scheitern nicht an 3 oder 4 Wochen,
die haben auch in der Regel mehr Zeit, wo es akut wird, ist ein unmittelbarer Bedarf gegeben und dort sind die Ärzte auch verpflichtet, unmittelbar zu reagieren. Wir haben eine Abwanderung von 27% auf junge Menschen in Sachsen-Anhalt gerechnet. Das bedeutet, wenn Sie die Wohnungsbaubestände und die Investitionen in die Infrastruktur aufrechterhalten wollen, müssen Sie letztendlich die Menschen, die heute älter werden, die gesundheitliche Einschränkungen haben, so gut versorgen, dass sie länger leben, damit sie die Infrastrukturlücke schließen können. So könnte man das sozialpolitisch auch nennen. Das ist die Riesenherausforderung, die wir haben. Aber wenn es uns darum geht, die Menschen möglichst lange in eigener Verantwortung zu lassen, dann müssen wir uns auch für Versorgungsstrukturen im ländlichen Bereich, und zwar jenseits der medizinischen Versorgung, kümmern, damit die Menschen dort noch erfolgreich leben können. Pflegebedürftigkeit ist ein Lebensabschnitt, mit dem wir verantwortlich umgehen müssen. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen und müssen dafür Sorge tragen, dass nicht nur die, die am lautesten schreien, etwas bekommen, sondern die, die der Hilfe bedürfen. Diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen und umsetzen.